Hallo und willkommen! Wieder ist es Zeit für eine Runde Yuminiki-Theorie. Heute geht es um die Theorie, Marzuki befindet sich in einer Irrenanstalt. Das kommt mir theoriemäßig vertraut vor. Marzuki ist wahnsinnig, Theorie. Yeah! Marzuki ist ein Patient in einer Irrenanstalt. Das ganze Spiel ist eine Halluzination und als sie endlich herausgelassen wurde, fühlte es sich wie ein großer Sprung an. Was dies besser unterstützt, sind die Toringe, was andere Patienten in der Irrenanstalt darstellen. Einige sind bereits wahnsinnig, weshalb sie Marzuki verfolgen. Andere wiederum werden wahnsinnig, wenn man sie reizt. Das ist der Grund, warum ruhige Toringe wahnsinnig werden, wenn man sie mit dem Messer angreift. Poniko ist eine Krankenschwester. Sie kann ersichtlich Marzuki nichts antun. Doch aus dem Nichts könnte plötzlich der Doktor kommen, wenn die Krankenschwester weggeht. Weshalb dieses Event zufällig ist. Okay. Wenn der Doktor kommt, wird die Welt schwarz für Marzuki. Der Doktor muss bei den Untersuchungen Marzuki anfassen, was Marzuki nicht mag, was durch die Teleportation angezeigt wird, nachdem du Ubo angesprochen hast und nicht mehr herauskommst. Der Doktor muss wahrscheinlich Marzuki in einer Weise anfassen, wo es sich schlecht anfühlt. Was als Monster dargestellt wird, was Bergern fest. Auch ist es höchstwahrscheinlich, dass er Blutproben nehmen muss, wobei sie von Nadeln Angst haben könnte, weshalb in ihren verdrehten Gedanken den Doktor als ein blutrünstiges Monster dargestellt wird, was das Blut aus dem Mund erklärt. Marzuki weiß, dass sie nicht entkommen kann und hat Angst, dass der Doktor sie vergewaltigt, dargestellt durch ein Monster. Und die Flüssigkeit auf dem Boden könnte eventuell Sperma sein. Auch wenn Marzuki weiß, dass sie nicht entkommen kann, versucht sie trotz dessen, sich zu wehren, weshalb Obors Gesichtsausdruck so aussieht, als wäre er genervt. Der Doktor ist interessiert in Marzukis mentalen Schwierigkeiten, doch zwingt sie nicht, Fragen zu beantworten. Es sei denn, Marzuki reizt ihn, was durch den Katzeneffekt dargestellt wird, dass er sich auf sie zubewegt, wenn er aktiviert wird. Das gesamte Spiel ist eigentlich eine Halluzination. Wenn du die Effekte ablegst und sie sich in Eier verwandeln, ist es Marzukis Versuch, ihren eigenen Wahnsinn unter Kontrolle zu halten. Wenn sie vom Balkon springt, verlässt sie die Irrenanstalt, was, wie schon mal gesagt, sich wie ein großer Sprung anfühlt. Die Blutpfütze am Ende zeigt jedoch, dass sie noch wahnsinnig ist und nicht bereit war zu gehen. Und die Qualen zeigen, dass ihre Wahnsinn immer noch da war, als sie die Irrenanstalt verlassen hat. Das war bis jetzt die krankste Theorie, die ich bis jetzt gelesen habe. Wir sollten unbedingt mehr von dieser Sorte vorstellen. Was? Ach, nichts. Nun ja, auch wenn das Konzept übel simpel ist, hat die Theorie ein paar gute Argumente, was ein Stück des Inhalts aus dem Spiel erklären könnte. Zugeben, es erklärt nicht viel aus dem Spiel. Doch das, was es erklärt wurde, macht es glaubwürdiger. Jedenfalls, das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen. Es fühlte sich wie ein großer Sprung an. Ich wollte so Wahoo machen. Und dann... Andere wiederum werden wahnsinnig, wenn man sie reizt. Das ist der Grund, warum ruhige Toringen... Goddammit, der Name, ey. Jedes Mal sag ich den falsch. Toringen, ey. Hört sich an wie ein japanisches Essen, wie Zwiebelringe. Ja, das stimmt irgendwie. Der Doktor muss wahrscheinlich... Marzuki in einer Weise anfassen, wo er schlecht fühlt. Wo ist er hin? Ich will es nicht wissen, aber... Warum zu lachen? Ach, was hast du denn geschrieben, Alter? Perverser Shit. Perverser Shit. Das ist die Übersetzung von der Theorie, die ich gefunden habe. Handtime-Theorie, oder was? Wahrscheinlich. Marzuki weiß nicht. Weiß sie nicht, dass sie. Was? Vergewaltigt? Eine Maße da flüssig auf dem Boden, der Welt Sperma, was? Alter, was ist das für eine Theorie? Das ist doch kein. Das ist aber eine Scheiß. Die Übersetzung der Theorie gewesen. Kann ich die mal haben? Vielleicht ist das mein Hentai. Das ist kein Hentai, das ist so eine scheiß Theorie. Okay. Marzuki weiß, dass sie nicht entkommen kann und hat Angst,
dass der Docker sie... Ghostbusters! Was zur Hölle? Wach, komm. Das war bis jetzt die krankeste Theorie, die mich jetzt... Es ist jetzt ernsthaft, jetzt reißt sich mal zusammen, das ist jetzt schon mindestens 5 Mal gewesen. Entschuldigung, wenn da die ich bis, dann lehne ich immer die ich bis jetzt gelesen habe. Okay, machen wir nochmal. Okay. Ich schaff's jetzt. Das war bis jetzt die krankeste Theorie, die ich bis jetzt gesetzt. Also langsam wird's peinlich. Maybe. Zugegeben, es erklärt nicht viel aus dem Spiel. Doch das, was es erklärt wurde, macht es... Was? Wurde, doch, macht doch es das, glaubwürdig. Was erklärt wurde. Ich weiß nicht, was da vorne falsch ist. Doch das, was es erklärt wurde, macht es glaubwürdig. Ja, das, was ist daran falsch? Sag's mir. Hä? Da steht, doch das, was... Was erklärt wurde, macht... Wurde, macht oh, es glaubwürdig. Okay. Jetzt lese es doch mal richtig vor. Doch das, was erklärt wurde, macht es glaubwürdig. Ist hier kein Fehler daran. Doch das, was erklärt wurde, macht es glaubwürdig. Hä? Das, was erklärt wurde, macht es glaubwürdig. Das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Also für mich macht es schon Sinn. Dann bist du in einer sinnlosen Welt. Weißt du? Nee, keine Ahnung, aber für mich, doch das, was es erklärt wurde, macht es glaubwürdig. Ja, was sollte ich denn bitte daran ändern jetzt? Da würde ich jetzt schreiben, doch das, was es erklärt, würde es, macht es glaubwürdiger. Ach, keine Ahnung! Scheiße, aber ich mach's einfach nochmal, Mann!